Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es ums Thema Klangstrom-Meditation. Es gibt verschiedene Formen dieser Klangstrom-Meditation. Wir können das in der Natur machen, aber wir können es auch, egal wo du bist, in einem Raum machen. Und dann gibt es verschiedene Methoden, wo man einsteigt. Wir werden heute eine Klangstrom-Meditation erklären über die Chakren. Und manche steigen im achten Chakra ein. Aber ich persönlich mache es heute über unsere Wurzelchakra, eingestiegen über die Beine, dass ich mich mit Mutter Erde verbinde und dann langsam hochgehe von den Fußsohlen in die Knie und dann rüber rein in das Wurzelchakra und dann innerlich diesen Klang, Strom, der aufsteigt, wahrzunehmen. Wir müssen wir gar nicht beobachten. Der Einstieg ist über den Atem. Wichtig ist, wie bei jeder Meditation, dass wir um uns herum die Ruhe sorgen, dass nichts abgelenkt ist. Ich habe jetzt hier für die Klangstrom die Kopfhörer aufgesetzt, damit ich nicht abgelenkt werde von äußeren Klängen, sondern ich will ja, man kann auch die Führung machen, von außen nach innen. Einfacher ist es jedoch, wenn man nach innen gehen will, es außen ein bisschen abzuschalten. Das heißt, ich konzentriere mich, setze mich her, entspanne mich mit meiner Haltung, wo ich mich hinsetze, habe ich schon in öfteren, mehreren Videos erklärt. So in eine Pendel-Sitzung. Entschuldigung. Und dann konzentriere ich mich auf meinen Atem, schließe die Augen, entspanne mein komplettes Gesicht. Unterhalb dem Video findet ihr auch einen Link zum Blog, wo die Details noch mehr beschrieben sind. Da muss ich nicht jetzt alles erklären. Wichtig ist der Einstieg über den Kopf in dieser Meditation, weil es ja ums Hören geht, hineinhören in uns. Also das heißt, dass wir komplett uns körperlich vom Kopf her entspannen. Die Stirn, die Augen, die Wangen, den Mund, die Knie, das Kinn und auch das Kiefer. Wenn es ein bisschen der Mund aufgeht, kein Problem, je nachdem, wie entspannt du bist. Die Zunge lässt du auf deinen inneren Boden sinken und liegen. Dann konzentrierst du dich nur auf den Atem über die Nase. Ziehst langsam den Atem nach innen, kurz innehalten und dann wieder rausfließen lassen. Mit dem Atem. Mit der Konzentration richtest du dich schon mit der Aufmerksamkeit auf deine Fußsohlen. Und sobald du merkst, kann es sein, das Erste, was du wahrnimmst vom Klang her, ist der Rhythmus deines Herzens. Und jetzt erlaube dir, noch ein bisschen tiefer zu gehen.
diesen Klang des Herzens zu hören. Es ist so ein Du stimmst dich ein auf diesen Klang. Und jetzt spürst du hinein in die Fußsohle diesen Ton. Es gibt, je nachdem, jeder kann es anders empfinden, es kann ein Rauschen sein und es gibt verschiedene Klänge. Und sobald du in den Fußsohlen angekommen bist, in diesen, jetzt sagen wir mal, Pulsschlag spürst, visualisierst du ihn und ziehst ihn hoch in die Knie. Und dann verbindest du ihn mit deinem Wurzelchakra. Und jetzt entspannst du dich mit deiner Atem. Und nimmst nur diesen Klang wahr. Es kann eine Begleitung sein, so ein Rauschen. Aber diese Schwingung übertönt ein bisschen das Ganze. So. Je nachdem. Lass dich zurücksinken innerlich in deinen Raum hinter den Augen. Diesen leeren Raum. Und spüre diesen Klang. Es kann sein, dass dein Körper ein bisschen schwingen anfängt, mit diesem Rhythmus. Und je nachdem, wie lange du das jetzt machst, ich würde dir am Anfang empfehlen, jedes einzelne Chakra einzeln mal zu machen. Nicht alles auf einmal bis nach oben durch. Solltest du sehr achtsam sein, weil du gewisse Kräfte in dir wächst, in jedem Chakra sitzen ja andere Energien. Darauf einzugehen würde den Rahmen jetzt sprengen. Das heißt, wenn wir inner Chakra, wenn wir geübt sind, können wir auch durchgehen von der Mutter Erde rein ins Wurzelchakra und dann langsam bis nach oben zum achten Chakra und können dadurch durch diese Klangstrommeditation verschiedene Energien wecken bis hin zur Kundalini-Energie, dass du die Kundalini erwächst. Und deswegen, wenn du keine Erfahrung damit hast, ist es auch ratsam, eventuell das mit einem erfahrenen Begleiter zu machen, der dich führt. Aber einfach mal, um in dich hineinzuspüren und hineinzuhören, ist so eine Einstiegsmeditation, in sich hineinzuhören, ganz zu empfehlen. Und dann wirst du merken, wie ich im Blog beschrieben habe, nochmal hier am Schluss, wo es einsteigt, wenn du rechts im Ohr deinen ersten Klang wahrnimmst. So sollte es auch sein. Sobald es links reinkommt, solltest du diese Klangmeditation, Klangstrommeditation nicht fortsetzen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir wunderbare Erfahrungen. Bis zum nächsten Video. Danke und tschüss.